Hallo zusammen, ich habe hier wieder ein kleines Radrennen und ja, wie man im Trailer schon gesehen hat, ziemlich ereignisreich. Wir sind hier in Neubrandenburg beim Rennen der Elite, Amateure und U19. Die drei Klassen starten hier. Der Kurs ist rund um das Betanien Center, nicht unweit von Trollenhagen, wo ich letztes Jahr meinen schweren Sturz hatte, also ganz in der Nähe. Der Kurs ist so circa 1,2 Kilometer lang. Wir fahren hier 60 Runden, also insgesamt 72 Runden. Und alle 5 Runden gibt es noch einen Prämiensprint mit unterschiedlichen Prämien. Ja, wie schon gesagt, wir fahren hier mit den drei Klassen, U19, Elite und Amateure. Wir sind hier mit drei Leuten am Start: Dirk, Florian und mir. Wie man sieht, das Bikemarket-Team ist mit ihren Elite-Fahrern am Start. Und dann hinter mir, wie man gerade in der Kamera sieht, sind U19-Fahrer in den Trikots. Ja, es geht hier gleich scharf los. Und Benny fährt ihr scharfes Tempo und wir werden mal sehen, wie sich das Rennen so entwickelt. Unser Plan war natürlich auf alle Fälle die Amateurwertung zu gewinnen und Renngesamtsieg wollten wir dann gucken, wie sich im Rennen so entwickelt und wie die Dynamik ist. Ne? Gerade wenn so drei Klassen auf einmal am Start sind, dann ist natürlich immer schwer abzuschätzen, wer welche Interessen hat und wie es so weitergeht. Und ja, ist natürlich ein flacher Kurs hier. Man sieht an den Fahnen, der Wind kommt jetzt auf der Zielgeraden hier relativ von vorne. Da muss man natürlich gucken, wie man sich positioniert. Bei der Kurve hier muss man ein bisschen rausnehmen und danach dann durchbeschleunigen. Man sieht, hier ist auch relativ fix schon gleich. Die Geschwindigkeitsanzeige hängt leider immer ein bisschen hinterher, weil das GPS-Signal durch die Kamera ein bisschen gestört ist. Wer da Tipps hat, gerne melden bei mir. Das wäre cool, wenn man das fixen könnte. Aber ja, man sieht, es geht hier schnell los und wir springen dann gleich mal hier zur ersten Situation. Ja, wir kommen hier wieder in die letzte Kurve auf Startziel. Vorne ist ein Fahrer vorne raus und einer versucht hinterher zu springen. Man sieht ja auch, die Fahrer treten hier schon ganz schön heftig an. Ist eine große Beschleunigung und jetzt sieht man, dass alle so ein bisschen die Beine hochnehmen. Und ich fahre hier gleich rechts vorbei und nutze halt die Chance, um dann vorbeizuspringen, um nicht so viele Leute mitzunehmen. Und da sieht man auch gleich, ich fahre jetzt hier auf Christoph Hese auf. Und davor ist Benny vom Bike Market Team. Und haben jetzt gleich eine gute Lücke auf das Feld. Hinten wird natürlich keiner erfahren, weil ist in der Gegenwindpassage. Ja, ich habe jetzt ja auch gleich Probleme vorbeizufahren. Man sieht, mein Puls 192, das ist schon ziemlich Anschlag. Kann jetzt hier nicht gleich die Führung fahren und ja, muss jetzt hier Benny auch nochmal reinlassen. Bringt natürlich ein bisschen Unruhe in die Gruppe, ne? Dann läuft es nicht gleich so rund. Jan kommt jetzt auch noch von hinten dazu und muss dann jetzt hier vorbeifahren, weil wir zu dritt nebeneinander fahren. Ich war wirklich ganz schön platt, war aber glücklich, dass ich die Move jetzt hier mitnehmen konnte, weil wenn keiner von uns dabei gewesen wäre, wäre natürlich Katastrophe gewesen, ne? Muss man sagen. Ja, wir haben jetzt zum Feld auch schon einen kleinen Abstand. Man sieht, Johannes vom Kieler FV kommt jetzt auch noch dazu gesprungen. Und jetzt sind wir hier 5 Leute. Das ist natürlich nur schon eine stabile Gruppe. Wenn wir so ein Feld von 20, 25 Mann sind und 5 Leute vorne raus sind, da ist ja natürlich auch schon gut Firepower da. Christoph fährt jetzt nochmal hier vor mir rein. Gut, da sage ich natürlich nicht nein. Und jetzt fahren wir nochmal rum. Aber so richtig gut zusammengefunden haben wir jetzt noch nicht, ne? Also richtig schnell ist es natürlich nicht. Allerdings ist auch die Frage, wer jetzt hinten hinterher fahren soll, ne? Weil jetzt sind eigentlich wirklich fast alle, außer die 19 Fahrer, hier mit dabei. Und denen ist egal, wo wir rausfahren. Ja, man sieht, ich habe mich selbst so erschrocken. Da muss ich ausweichen, ist Christoph mit der Pedale in der Kurve aufgesetzt. Und ich musste rausgehen, kam zum Glück ganz gut wieder rein. Und ja, jetzt fahren wir natürlich wieder nebeneinander. Dadurch gab es dann wieder kleine Unrundheit im Tempo. Ich fahre jetzt hier auch von Jan vorbei, der auch gerade in der Führung war. Ja, so richtig vom Windschatten voneinander profitieren können wir jetzt nicht, ne? Aber klar, das Rennen ist natürlich ziemlich jung, ist auch relativ hektisch. Ich muss jetzt hier auch vorbeifahren, bevor jetzt Benny einfach alleine von rausfährt und muss da hinten ran. Und ja, dadurch, dass das jetzt aber hier alles so unrundisch ist, geht dann doch nichts weg und das Feld kommt letztendlich dann doch wieder ran an uns. Ja, wir sind jetzt 10 Minuten später. Ich bin gerade mal wieder vorgefahren und wurden gerade nochmal wieder eingeholt. Und man sieht jetzt rechts im Bild, geht Dirk los. Keiner ist hinten dran. Das ist natürlich eine super Situation. Ich fahre jetzt einfach hier so ein bisschen Tempo und tue so, als ob wir ein bisschen was machen würden. Da fährt aber schon der nächste hinterher und Flo ist auch dran. Das ist ziemlich gut. Ich lasse sie einfach alle fahren und schwimme dann so mit dem Feld mit. Ist eine ganz gute Konstellation für uns. Man sieht, Dirk hat immer noch so einen kleinen Abstand. Ja. Wenn natürlich er jetzt vorfährt, die anderen hinterherfahren müssen, ist es für uns natürlich gut. Und wir Restlichen können uns hier im Windschatten in Anführungsstrichen ausruhen. Ja. Jetzt geht es hier wieder auf die Startzielgerade. Man sieht, der Abstand ist ein bisschen kleiner geworden. Ja. Muss man natürlich aufpassen, wenn jetzt alles zusammenläuft, ob dann irgendeine Konterattacke läuft. Oh, die kann natürlich dann jeder nutzen aus allen Klassen, die da am Start sind.
Ja, kommen wir auf die Startzielgeraden. Hier ist auch der Startzielstrich. Man sieht, es gibt auch eine kleine Tempoverschärfung. Vorne ist eine kleine Gruppe, die sich noch abgesetzt hat. Da ist auch eine Lücke entstanden. Und da muss man natürlich gucken, dass man jetzt hier gleich mitfährt. Nicht, dass sich da noch was anderes absetzt. Ist auch schwer, den Überblick dazu behalten. Ne? Man weiß natürlich nicht genau, welcher Fahrer ist jetzt wie wo drinne. Und man sieht, okay, Dirk ist da, dann ist auch keiner vorbeigefahren. Und Dirk fährt jetzt einfach hier nochmal Tempo. Ist gar nicht so schlecht, weil ich wäre jetzt auch nicht so in einer guten Situation gewesen, wenn jetzt hinter mir jemand gekommen wäre, der rübergesprungen wäre. Hätte ich auch nicht so viel machen können, muss man sagen. Von daher war das gar nicht so verkehrt, dass das Tempo jetzt hier weiter hochgehalten wird. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken, wenn jetzt eine Attacke geht, dass wir wirklich dann dabei sind, weil sonst wird es natürlich da gefährlich. Ein paar Runden später gab es wieder eine kleine Tempoverschärfung. Man sieht hier, wir sind alle Single File. Vorne ist auch ein Fahrer von raus mit einem kleinen Abstand. Man konnte nicht ganz sehen, wer das ist. Und ich sehe jetzt hier, dass Jan auch hinterhergeht. Und ich sage, gut, alles klar, nehme ich natürlich mit. Komme auch von relativ weit hinten, sodass da keiner mitgehen kann. Und springe jetzt hier wirklich Vollgas hinterher. Ja. Ist auch im Rückenwindstück. Man sieht jetzt noch einer von den BMT-Fahrern, wollte noch hinterherfahren, sieht dann aber, dass alle an seinem Hinterrad sind. Und sagt dann natürlich, okay, ich ziehe euch jetzt nicht alle ran, ne, wenn ich vorne selber einen drin habe. Und dann nimmt er natürlich korrekterweise raus. Ja, ich fahre jetzt hier einfach mit, versuche, dass wir zusammen da auch rankommen. Und man sieht hinter uns, aber wird trotzdem natürlich das Tempo hochgehalten. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir jetzt schnellstmöglich rankommen, bevor wir natürlich dann alle wieder hinterherziehen, weil dann hat man natürlich nicht so viel gekonnt. Aber wichtig ist natürlich, dass der Fahrer da dann erstmal eingeholt wird, ne? Ja. Ich fahre jetzt auch erstmal volles Matt. Man sieht, wir sind jetzt hier eine Vierergruppe mit dem kleinen Abstand dahinter. Ja, das ist immer eine schwierige Situation. Man weiß natürlich nicht, wie sich die dahinter führen. Ich bin jetzt hier auch direkt reingefahren, weil ich natürlich gesehen habe, dass ein Bike-Market-Fahrer hinter mir ist. Der wird natürlich, wenn ich da hinter ihm reinfahre, wird er am Ende noch eine Lücke aufgehen lassen. Das will ich natürlich überhaupt nicht. Also gehe ich hier gleich rein und weiß auch, ich muss als nächster wieder führen. Und ja, jetzt fahre ich hier durch, gucke mich kurz um und sehe, dass alle natürlich platt sind. Und genau die Situation passiert natürlich, ne? Der Bike-Market-Fahrer fährt natürlich nicht mit durch und ich fahre jetzt hier einfach nochmal vorne weiter Tempo. Um dann ranzufahren, das ist natürlich eine gute Situation für mich, kann man ganz gut ausnutzen. Und meine Teamkollegen, die dahinter sind, die nehmen natürlich die Beine hoch und rollen einfach noch mit. Ist für mich natürlich jetzt schon hart, weil ich jetzt ne, erst hinterhergefahren bin, dann drüber gefahren bin und jetzt nochmal hinterherfahren muss. Aber man sieht, dadurch, dass hinten jetzt keiner was macht, haben wir dort relativ schnell jetzt einen Abstand dazu bekommen. Ich fahre jetzt hier an Marken ran, der vorne ausgerissen war. Und ja, der Kieler-Fahrer ist noch hinter mir. Man sieht, wir haben einen kleinen Abstand, aber hinten im Feld wird auch trotzdem mal wieder was gemacht oder nicht. Ich konnte jetzt hier nicht so richtig viel machen, ne? Marc will natürlich, dass ich durchgehe. War natürlich ganz schön platt. Ich gebe jetzt nochmal hier, was ich kann. Ja. Und dann versuchen wir dann nach der Startzielgeraden oder nach der Kurve die Situation nochmal neu zu beurteilen, zu gucken, okay, haben wir eine Chance. Man sieht jetzt noch, dass der nächste Minion auch noch aufgeschlossen ist. Und jetzt sind wir hier vier Leute, was natürlich eine starke Gruppe wäre. Muss man gucken, wie dann, ja, wie das hier zusammenläuft. Zum Feld haben wir jetzt auch ein bisschen Abstand, muss man sagen. Bin jetzt hier leider schon wieder als nächster dran, wieder durch die Führung zu gehen. Ist natürlich dann schon ziemlich Anschlag. Sehe jetzt aber, dass natürlich zwei Bike-Fahrer dabei sind. Dadurch haben die natürlich auch mehr Verantwortung hier in der Gruppe, ne? Benny geht jetzt hier gleich vorbei. Und ich sehe, dass Marc das sieht und er macht natürlich ein bisschen auf wieder. Das ist die angesprochene Situation von vorher, ne? Da darf man natürlich den nicht rollen lassen. Und dann muss ich natürlich selber wieder hinterher. So. Hat natürlich zum Nachteil, dass die Gruppe an sich jetzt natürlich jetzt nicht so schnell läuft, ne, wenn man hier wieder zufahren muss alles. Und man sieht auch, das Feld ist auch gleich wieder dran. So, jetzt heißt natürlich hier nicht unnötig im Wind fahren und dann für die nächste Situation sich möglichst gut bereit zu machen. Wir sind hier eine halbe Runde später, ich habe mich hinten eingeordnet und man sieht da um die Kurve ist genau einer von den Bike-Mal-Jungs rumgefahren. Und halt so einen kleinen Vorsprung. Ich habe mich natürlich erstmal eingeordnet, um mich ein bisschen auszuruhen jetzt hier, ne, nach der ganzen Aktion. Und versucht dann schnellstmöglich zu erkennen, was da halt vorne passiert ist. Jetzt wird sie auch relativ schnell, das ist immer ein gutes Zeichen, ne? Wenn man im Windschatten fahren kann, dann fahren auf alle Fälle die anderen das zu. Wir fahren jetzt hier auf Stadtzielgeraden knapp 50 km/h im Gegenwind. Also da braucht man natürlich jetzt sich keine Sorgen machen, dass man schnellstmöglich vorbei muss. Eher wenn das Tempo dann natürlich runtergeht, ne? Da muss man sich Gedanken machen, okay, was passiert dann jetzt? Wir sind jetzt wieder auf der Startzielgeraden hier und man sieht, das Tempo ist ja, verdächtig langsam. Man sieht jetzt auch vorne leicht rechts durch, dass ein Bike-Market-Fahrer raus ist, in dem Fall Robert. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation jetzt, ne? Da gehen natürlich alle Alarmglocken an. Tempo ist jetzt, wie gesagt, super langsam. Mein Plan war es jetzt hier noch die Gegenwindpassage abzuwarten, da ein bisschen hinten drin zu fahren. Der Kieler Fahrer fährt vorne leicht Tempo.
Und ja, jetzt gibt es nochmal eine kleine Tempoverschärfung, was sogar noch besser ist, ne? Kann man auch jetzt schön hinten drin bleiben. Freut man sich natürlich. Aber die Situation ist natürlich weiterhin heikel, ne? Weil solange wir nicht über 40 km/h fahren, machen wir halt eher, ja, keine Zeit gut. So, jetzt wird das Tempo wieder langsam und ich nutze genau jetzt hier einen kleinen Slingshot-Effekt auf, gehe jetzt hier rechts vorbei, sprinte nicht mal aus dem Sattel, sondern gehe einfach im Sitzen, mache mich klein und versuche hier schnellstmöglich vorbeizurollen. Man sieht auch, das Tempo geht auch relativ schnell hoch und hinten werden die auch sehr, sehr schnell klein, ne? Also ich kann hier schnell einen guten Abstand rausfahren. Man sieht jetzt vorne das Auto schon, dahinter ist halt Bolsi und da versuche ich jetzt natürlich so schnell wie möglich ranzukommen, weil ich weiß natürlich, dass er ja, am Tag vorher Zeitfahrmeister geworden ist. Und da muss ich natürlich schnellstmöglich ranspringen, weil sonst fährt er mir natürlich weg. Ne? Brauche ich mir ja keine Illusion machen, dass ich da im Zeitfahren jetzt besser wäre. Also schnellstmöglich ranspringen. Und dann natürlich versuchen, mit ihm zusammen wegzufahren. Da hat man natürlich zum Feld eine gute Chance. Gelingt mir auch ganz gut. Ich weiß natürlich, wenn ich jetzt hier um die Kurve fahre, dass ich jetzt hier im Gegenwind so schnell es geht ran muss. Ne? Damit da ich wieder mich im Windschatten kurz ausruhen kann. Und wir dann hier eine gute Gruppe stellen können. Man sieht auch, das Feld hinten ist fast gar nicht mehr zu erkennen. Hatte jetzt sogar noch ein bisschen Reserven, also bin schneller rangekommen als gedacht, muss ich sagen. Das war ganz gut. Er dreht sich auch um und sieht mich hier. Und ich fahre auch gleich vorbei, damit er sieht, okay, wir können jetzt zusammenarbeiten und einen Vorsprung rausarbeiten. Am Anfang fährt man natürlich noch relativ kurze Führung, ne, weil wir beide natürlich voll im Wind waren. Und da versucht man sich natürlich dann gegenseitig noch ein bisschen auszuruhen. Aber ja, letztendlich muss man sagen, das war auch schon das Rennen. Denn wir haben hier relativ gut harmoniert, haben uns die Prämien dann aufgeteilt. Und ja, sind erstmal jetzt eine gute halbe Stunde so weitergefahren. Und ja, haben auf das Feld so ungefähr immer so zwischen 15 und 30 Sekunden gehabt. Auf der Startzielgeraden konnte man sie mir gerade so nach hinten sehen. Man sieht auch jetzt, also der Abstand ist schon ziemlich, ziemlich groß. Auch wenn es natürlich jetzt hier sehr hart ist, ne? Also allein im Windschatten trotzdem hier knapp 50 zu fahren, da musste ich schon gut was tun. Aber ja, wie gesagt, wir sind eine halbe Stunde hier gefahren. Dann im Feld gab es noch mehrere Versuche an uns ranzuspringen. Meistens waren dann nur die Konterattacken erfolgreich, sodass dann erst noch Benny herangesprungen ist, auch vom Bike-Market-Team. Und dann noch kurze Zeit später auch noch Mark. Als die beiden dazugekommen sind, habe ich natürlich dann nichts mehr gemacht. Da habe ich mich einfach nur hin drauf gesetzt, weil ich gesagt habe, okay, ich bin hier in der Amateurwertung und die sind alles Elitefahrer. Das heißt, ich muss nur darauf achten, dass ich nicht hinten rausfalle. Und schon habe ich dann gewonnen. Ja, und so ist es letztlich auch passiert. Die drei Jungs haben Platz 1, 2 und 3 im Elite-Rennen gemacht und ich bin erst im Amateurrennen geworden. Plan war am Ende nochmal den Sprint anzufahren für Flo. Aber es war mit der Kommunikation ein bisschen schwierig, weil wir erst 5 Runden vor Schluss dann das Feld überrundet haben. Und so konnte man dann keinen so guten Plan mehr machen. Flo hat trotzdem noch den zweiten Platz bekommen, nachdem Dirk nochmal eine Attacke geritten ist. Also war es ein sehr erfolgreiches Rennen für uns mit Platz 1 und 2. Ja. Für mich war es natürlich auch super toll, ne? Gerade nach meinem Sturz jetzt, dass ich wieder halbwegs fit bin und hier gut vorne mitfahren kann. Hat mega Spaß gemacht. Und ja, ich blende euch wie immer die Ergebnisse und Strava fahrt unten ein. Könnt ihr gerne euch angucken, was es war. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Radrennen. Ich wünsche euch mehr Power.